Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 127 von Avorion. Ja, Thomas Stehler hatte mir wieder geschrieben. Ich werde versuchen, so viel wie möglich davon umzusetzen, aber es wird vielleicht ein bisschen schwierig werden, weil ich wieder die Hälfte vergesse. Aber er hat schon ein paar Sachen geschrieben, die ganz interessant sind. Gut, als erstes dieses Schiff hier, was ich jetzt hier mit diesem Klotz am Bein gebaut habe, sollte ich vielleicht als Bus nehmen, meint er, und damit dann die Händler, nee, die Händler nicht, die Bergbauleute zu den Schiffen bringen. Unser normales Schiff, was da hinten ist, das können wir dann definitiv ja als Handelsschiff ausbauen und wir können dann Autopiloten zum Beispiel verwenden. Sowas machen wir alles. Und ja, da gibt es noch viele andere Dinge, die ich gleich nach dem Intro aber weiter erzähle. Bis gleich. So, dann schauen wir mal rein. Ne? Warte mal, die Karte zum Beispiel. Der Thomas hat geschrieben, dieses Viereck hier, was hier man hier sieht, ist umso kräftiger, umso weniger Gefahr ist, umso schwächer wird es, umso mehr Gefahr da ist. Das ist wohl auch bei den anderen Dingen so. Und das hat er mir auch geschrieben. Und ja, dann, wie gesagt, wir müssten jetzt mal schauen. Ich habe gesehen, dass mit dem Antrieb hier, das hätte ich jetzt irgendwie falsch verstanden. Jetzt ist noch die Frage. Lass mal im Baumenü gehen. Habe ich denn da Batterie da hinten hingebaut oder was? Nein. Oder ist es überhaupt Batterie? Nein, das ist der Generator. Und das ist auch ein Generator. Ich habe natürlich keine Kraftwerke, keine Speichermöglichkeiten. Ne? Vielleicht hätte ich das noch dazu bauen müssen, damit das besser funktioniert. Okay, ist jetzt aber nicht schlimm. Jetzt gehen wir mal gerade in das Schiff vielleicht rein und gucken, was wir hier drin haben. Schnelllader-Batterie-Booster, der Energiespeicher plus 116 und Aufladerate plus 51. Feste Installation haben wir. Das ist unser Geschützsystem und hier haben wir rausgebaut. Ne? Da war was drin. Gut. Also benötigte Energie 1,61 und das andere ist halt schon was falsch gebaut. Ne? Können wir schon entfernen. Und das entfernen wir auch. Den Rest lassen wir mal so. Wenn ich jetzt mal so angucke, dann sehe ich, dass ich das hier aber falsch dran gebaut habe. Das wollen wir doch nochmal schicker machen, oder? So, Steuerung C, Steuerung V. Jetzt nur rotieren. Ich glaube, das Blaue ist das Richtige, ne? Ja. Ja, sieht so aus, als ob das klappen könnte, ne? Aber wir können es ja auch ein bisschen größer noch basteln, oder? Und hier oben ist es auch zu klein. Machen wir das so hin. So 1,85, 1,61 brauchen wir. Das passt erstmal. Den Kern haben wir erweitert. Und jetzt müssten wir vielleicht noch ein bisschen Batterie irgendwo reinkriegen oder hinkriegen, ne? Der Energiecontainer. Drehen wir den mal hier. So und so und machen den dahin und machen den, steht da so ein bisschen über da? Ja. Machen den dahin. So, dann haben wir ein bisschen Energiespeicher größer, dann sollte das auch ein bisschen besser funktionieren alles, ne? Gut, Baumodus raus. Und jetzt müssten wir gucken, können wir das aus der Entfernung zu dem da oben oder sind wir zu weit weg? Der ist doch angewählt, ne? Crew transferieren. So, jetzt. Du bist zu weit weg. Alles klar. Das heißt, wir müssen mal gerade drehen und dahin fliegen. Damit wir die Leute rüberkriegen.
So, jetzt noch mal das Ganze. Du bist zu weit weg, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt unter 20 muss es aber gehen. So, die beiden sind jetzt hier drinne. Da ist der Händler drinne, das passt. Fracht übertragen brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir gerade gucken. Das kann alles so bleiben, denke ich. Das ist alles gut. So. Jetzt betreten wir das andere Schiff und sagen diesem Schiff jetzt. Achso, hier geht das natürlich nicht. Das müssen wir alles über der Karte machen. Da ist ein Kapitän drinne, Karte aufgerufen und jetzt müssten wir die Lady 2 dorthin schicken, wo so ein Miner ist, ne? Tja, und wo ist jetzt ein Miner? Da. Dieser Sektor ist außer Reichweite, das heißt da. Die Lady 2 ist richtig, ne? Nochmal die Lady 2. Lady 1 ist dahin, gut, passt. Ach so, ich glaube, der helle Kreis ist vielleicht. Nee. Nochmal. So, jetzt haben wir's. Da ist der Miner. Müssen wir erstmal da hin schaffen und dann da entladen. Gut, und jetzt hier in diesem Schiff müssen wir schauen, dass wir jetzt hier den Händler haben wir ja schon drin, oder? Und das Schiff sollten wir noch ein bisschen gucken. So, was wir hier noch verbessern können. Erzeugte Energie. Das sieht alles erstmal gut aus. Und jetzt handelstechnisch. Hier ist das Handelssystem schon drin. Das ist definitiv besser wie das blaue, was in der Station war letztes Mal. Wir haben hier geschützt, wir haben hier überraumverstärktes System und wir haben hier noch eins. So, das bedeutet, das ist eigentlich alles fit. Wir haben hier ein paar Waffen drin, die einigermaßen sind. Hier ist der Händler. So, und jetzt steigen wir aus. Und dann gehen wir auf die Karte und sagen dem Discover, er soll handeln. Expedition, ja, Handel ist ja schon richtig. Und das in diesem Sektor sozusagen. Zielgebiet Linksklick, um Zielgebiet auswählen. So, er hat das durchforstet. Unter unerreichbar 0 Sektoren, Niemandsraum 8%, äußere Fraktionsgebiet 4%, zentrales Fraktionsgebiet 88%. Das Reiter 3, Kraft, Lady Adventure. Tourist, Lady Under Tourist 2. Die könnte unterstützen. Okay. Handelsroutenverträge. Platin, Gold, Chemie und Chlor. Gefahr für Hinterhalt ist 20%. Gesamtzahl Güter 2300. Profit für Flug sind das. Flugzeit 20 Minuten, Flüge sind es 3. Also, das heißt, ich kann das anklicken. Ich kann das auch noch anklicken. Ne, ich kann nur eins anklicken, aber dann berechnet er mir. Da ist Chlor 25.000, hier 57.000, da 147.000 Maximum und da 185. Ich schätze die Chance eines Hinterhalts auf uns als sehr hoch ein. Erbitte stärkere Schiffe oder eine Eskorte. Wir werden Funkstille wahren und uns unter dem Radar aufhalten, nicht aufzufallen. Ich werde mich melden, sobald wir fertig sind. Okay, das Schiff braucht jetzt eine Eskorte, sagt er.
Das Schiff ist nicht verfügbar. Das Schiff ist zu weit. Ist zu weit entfernt. Gut, das würde bedeuten, wir müssten erstmal jetzt hier ein Schiff hinkriegen. Die Lady ist als Miner umgebaut, bringt uns also nicht so viel. Spritquelle, Reiter 1 ist zu weit weg. Traveler. Natürlich auch am anderen Ende der Welt. Aber da gibt es ein Sprungtor vielleicht in der Nähe, oder? Hm, doch nicht so wirklich. Ja, hier geht es irgendwo hin, aber leider sehe ich nicht das andere Ende. Das ist schon schlecht, ne? Das ist schlecht. Jetzt müsste ich den Traveler da hinten hinkriegen. Ach, der hat so einen großen Sprung gerade, das ist okay. Schippe wieder für einen Kapitän. Ach, der hat keinen Kapitän. Das hat ja wieder gut geklappt. Okay, Traveler ist ausgefallen. Craft ist da unterwegs. Das bedeutet, wir machen den Craft. Ne, den Discover sind wir ja drin. Suchen wir mal einen anderen Sektor zum Handeln raus. Wo es vielleicht nicht ganz so gefährlich ist. Vielleicht da. Ich glaube, es ist noch mal wieder höher. Bildschirme sind in dem Bereich. Das ist jetzt nicht so dolle. Noch mal den Handel mehr in diese Richtung, mehr nach außen halt. 15% ist schon mal besser. Sieben. 52.000, 33.000. Aber ich mach das mal, ne? Zack, lassen machen. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Handeln läuft. Der Thomas wird glücklich sein, dass ich es dann doch mal geschafft habe, das anzustoßen. Und jetzt müsste man natürlich so ein bisschen gucken, dass man das ein oder andere Schiff zusammenzieht, um dass das eine Einheit ist, die dann sich schützt. Oder aber, wie der Thomas geschrieben hat, starkes Defensivverhalten des Schiffes, wenn es angegriffen wird, reinspringen und dann abhauen. Haben wir ja schon mal früher auch gemacht in irgendwelchen anderen bremsligen Situationen, aber manchmal haben wir es dann auch nicht geschafft, das Schiff zu retten, ne? Gut, jetzt haben wir hier noch die Lady 1. Die war ja, glaube ich, auch als Miner unterwegs, ne? Hat aber kein Gebiet mehr. Abbauen. Hinterhalt 3%. Kann Eisen und Titan hier finden. Starten. Lassen wir machen. Gut, haben wir erstmal soweit. So, jetzt Traveler. Also, der war hier oben irgendwo, ne? So, da müssen wir erstmal wieder hin, weil da gibt es ja keinen Kapitän. Also, zu Traveler wechseln. Dann kommen wir da rein. Oh, was ist das für ein großes Ding? Sehr interessant. Gut. Was sage ich das da oben alles an? Du hast ein Transporter-Software-Subsystem, aber dir fehlt ein Transporter-Block. Okay. Dein Schiff ist beschädigt. Reparieren Baumodus oder aber einem Reparatur-Dock. Kann ich das hier reparieren?
Xanion habe ich nicht genug, 422. Das Trinium ist reichlich da, aber Xanium nicht. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Gibt es hier einen Kapitän? Nein, es gibt hier keinen Kapitän. Ja, vielleicht sollten wir nicht so wahllos durch die Gegend machen, sondern eher schauen, dass wir okay. Wo sind die Piraten gekommen? Ich glaube, die sind schon weg. Wir sollten jetzt hier durchgehen und da eins nach dem anderen nach dem Kapitän suchen. Ich glaube zwar nicht, dass er sich hier irgendwo befindet, so ein Kapitän, aber weiß man ja nie. Vielleicht ist er ja angeln gegangen. Nee. Gaskollektor. Auch kein Kapitän. Wassersammler. Auch kein Kapitän. Auch kein Kapitän auf den Wassersammlern. Ressourcendepot. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen spannender. Aber kein Kapitän. Jetzt wäre die Frage, ob man hier irgendwo sehen kann, ob hier ein Kapitän ist. Klar kann man das hier sehen. Piloten, Mechaniker, Kanoniere, Security, Security, Kanoniere. Ich glaube, hier ist Kapitän, Plünderer. Okay. Wo ist denn das jetzt? Da unten, okay. Haben wir ausgewählt, gucken wir uns den Plünderer mal einmal. Ach wohl, dann können wir ja den Plünderer auch direkt angucken, ne? Gebildet, bescheiden, rücksichtslos. Den können wir schon mal anheuern, aber da müssen wir gedockt sein, oder? Okay, dann müssen wir dahin fliegen und holen uns den Plünderer mal gerade. Obwohl, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob wir den nehmen sollten. Aber ich denke mal, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Also, der Thomas Stähler hatte noch was von Farben gesagt. Da weiß ich gar nicht was, aber vielleicht kann er das nochmal auflösen im nächsten Kommentar. Dank dir. Bis dann. Ciao.